guten Morgen Leute, letzter Tag hier in Palolem. Gestern war richtig schön mit den Tirolern. Am Tramstrand sind wir dann noch mit den Rollern durch die Nacht gedüst und haben wir die noch zurückgegeben. Ja, und heute geht es nur noch zum Strand und dann abends zur Busstation, weil um 9 Uhr geht schon unser Nachtbus. Und es geht weiter nach Hampi. Also Leute, das ist die Wahnsinns-Moviebar, in der wir jetzt die letzten Tage immer waren. El Diablo heißt's. Und ich zeige euch jetzt mal richtig coole Filmplakate. Also wenn ihr die Filme kennt, dann müsst ihr jetzt mit Sicherheit lachen. Die Seife. Der Simon ist ein Brite, dem gehört der Schuppen hier. Hat erst vor einem halben Jahr aufgemacht. Er hat wirklich einen super Film und auch Musikgeschmack. Also hier lässt sich wirklich aushalten abends. So, jetzt haben wir den ganzen Tag am Strand gelegen und jetzt gehen wir noch was essen und dann müssen wir uns eh schon auf den Weg machen, weil unser Bus dann geht nach Hampi. So, goodbye Goa. Sind wir jetzt da nochmal raufgegangen, weil man da den ganzen Strand bei Nacht super sieht. Und jetzt geht's dann zurück ins Hostel, unsere Sachen holen und ab zum Bus. Dann geht's weiter nach Hampi. So, jetzt sitze ich im Slipperbus nach Hampi. Das war der erste Bus, der genau da stehen bleiben sollte, wo er stehen bleibt. Und ja, dann geht's morgen weiter in einer vollkommen anderen Welt. Bin schon richtig gespannt. Aber irgendwie ist es ein bisschen schwer, vom Goa wegzufahren. Aber es geht ja zurück ans Meer. So, sind wir jetzt erfolgreich angekommen hier in Hampi. Ja, jetzt müssen wir noch warten, bis der Bootsstand aufmacht. Der ist da drüben. Aber der fährt noch nicht. Der schippert uns dann rüber auf die andere Seite. Aber es mal geschaut, ob man rübergehen kann. Muss auch irgendwo gehen, aber ich habe es nicht gefunden auf die Schnelle. Und mit unserer ganzen Sache ist es vielleicht besser, wenn wir doch das Boot nehmen. Jetzt heißt, dass das alles schon nass wird, bevor wir ankommen. Sonne ist gerade am Aufgehen. Ja, auf alle Fälle schön hier. Wir holen uns erst noch mal einen Chai und dann warten wir, bis der Bootsfahrer das Fahren anfängt. Also das Nachtbusgefahre hierher war mal wieder eine ziemliche Katastrophe. Also die Dinge sind nicht schlecht, man kann drin liegen, aber schlafen ist jetzt da nicht wirklich. Also vielleicht mal eine Stunde, sowas wie einen leichten Dämmerschlaf gehabt, aber dann hat mir auch schon der Aussteigschreier vom Schlaf rausgeholt, weil dann waren wir nämlich da. Ja, und jetzt warten wir noch aufs Boot, aber die ersten scheinen schon zu kommen, weil die Leute schon hingehen. Da geht es dann gleich los und das ist das erste Mal in Indien, dass er wirklich Affen hat. Warte mal. Da sitzen die Kollegen. Und oben im Baum ist ein richtiger Haufen. Coole Viecher.
So, sitzen wir jetzt da noch im Hostel, haben wir es erfolgreich hergeschafft und müssen jetzt erstmal schauen, ob wir ein Zimmer bekommen, weil irgendwie ist das so, um 10 muss jeder wirklich auschecken und dann ist erst klar, ob, ja, wie viele Leute gehen und wie viele Zimmer wieder frei sind. Ja, und da warten wir jetzt dabei drauf und trinken wir noch ein schönes Käffchen. Ja, aber jetzt ist eh schon 9:30. Ja, hoffentlich bekommen wir ein Zimmer, sonst müssen wir uns weiterschauen. Aber auf alle Fälle richtig nicer Platz hier. Direkte Aussicht auf den Sunset Point. Oben auf den Stein soll ziemlich cool sein beim Sonnenuntergang. So, jetzt haben wir erfolgreich noch ein Zimmer bekommen. Mit Bad und Dusche, richtig cool. Für 1.100 die Nacht, für uns zwei. Aber wer günstiger schlafen will, oben am Dach gibt es auch noch, ja, einfach so Betten mit Moskitonetzen. Da kostet die Nacht 200 Rupie und da kann man dann unter dem Sternenhimmel schlafen. Ist für mich nichts mit der ganzen Kabelsache, aber wer das Abenteuer sucht, kann das gerne machen. Bin schon gespannt, wie das Zimmer ausschaut. So, haben wir es mittlerweile Mittag. Ich bin gerade auf der Suche nach was zum Essen und laufe jetzt vor zum Fluss und schauen wir das einmal an, wo man da drüber kommt. Und es ist wirklich super schön hier. Auf der einen Seite hat man da so Reisfelder und Palmen und alles. Und auf der anderen Seite dann diese riesigen, ja, fast schon surrealen Felsen. Da gehen die ganzen Leute auch hoch zum Yoga machen morgens. Soll ziemlich entspannt sein. Ich weiß nicht, ob ich es ausprobiere. Schauen wir mal. Jetzt haben die Viecher, ich weiß nicht, was das Wasserbüffel oder so, gerade den Stand zerlegt. Wowi. So, erfolgreich übergesetzt auf die andere Seite und jetzt schauen wir uns ein paar Tempel an, würde ich sagen. Gibt ja einige hier. So, der erste Tempel ist gleich ein richtiger Brummer, so eine Tempelanlage. Also gehört irgendwie alles zusammen hier, ist er direkt im Zentrum von Hampi und schaut richtig, richtig schön aus. Hampi war ja früher die Hauptstadt hier vom Staat Karnataka und also so 800-900 Jahre her ist das und das sieht man wirklich an allen Enden, diese ganzen uralten, halb verfallenen, ja, Steinanlagen. Der Tempel da schaut fast aus, als wäre ein bisschen neuer oder wirklich gut erhalten, aber es ist wirklich, ja, ein magischer Ort hier. So geschlossen ist er doch nicht, der Tempel. Aber ich schaue jetzt nur mal kurz rein. Hi. Hi. So, weil die sind ja anscheinend gerade mit dem Beten fertig geworden. Und ich habe es gerade getroffen, bevor es, ja, für Touristen aufgemacht wird und dann Eintritt kostet. Also richtig gut erwischt. So, das ist die Vorhalle zum Tempel. Der Haupttempel ist noch geschlossen, aber da müssen wir dann auch was zahlen. Ja, da will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht rein, sondern ich gehe jetzt da auf den Berg hoch. Warte kurz. Ach, die Inder. Jetzt ist gerade wieder zum Selfie machen worden. Und ja, hätte ich gerade eine Holzflöte kaufen sollen. Aber ich muss schon sagen, ich bin wirklich noch nie so, ja, wie soll ich sagen, freundlich darum gebeten worden, irgendwas zu kaufen wie hier. Die zeigen einem das Zeug, sagen, sitz dich hin und wenn du nichts kaufst, sind sie trotzdem noch freundlich. Gehen sie dorthin, wünschen dir einen schönen Tag, du wünschst ihnen einen schönen Tag und dann gehst wieder. Überhaupt kein Stress, also wirklich nicht zu vergleichen mit Goa. Viel entspannter hier. Und ich latsche jetzt noch hier hoch
Da hat es auch einen Haufen alte Ruinen und vor allem einen schönen Ausblick über ganz Hampi. Ja, und da mache ich noch ein paar Fotos. Runter vom Berg und jetzt schauen wir noch ein bisschen auf den Markt und schauen wir, was da so zu bestaunen gibt. So, nach dem Gewaltmarsch gibt es jetzt erstmal Leckerteile hier. Das haben wir heute Morgen schon gesehen, wie wir angekommen sind. Die malen hier vor die Häuser immer so Blumen hin am Morgen, nachdem sie die Straße gereinigt haben vor dem Haus. Ich glaube, es ist irgendwie heilig oder so. Schaut auf alle Fälle voll schön aus. So, jetzt geht's wieder zurück über den Fluss. Auch ganz lustig, der Inder hat ja an und für sich einen super Geschäftssinn. Und die machen es so, die warten, bis das Boot pickepacke voll ist, dann zahlt jeder 20 Rupi. Und fragen aber vorher, ob man nicht vorher fahren will. Wenn es noch nicht ganz voll ist, dann nehmen sie für jeden 50 Rupi. Also ein Geschäftssinn haben es wirklich die Inder. Aber ich warte lieber. So, ich habe jetzt mal als Hobby-Bergsteiger versucht und bin hier raufgekraxelt auf diesen Sunset Point, also raufgekraxelt, das Good Sunset Point wäre da oben. Ich bin, sagen wir mal, so auf der Talstation gelandet, aber selbst von hier hat man schon einen super Ausblick über ganz Hampi.